Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum letzten meiner Videos aus der Open Beta von Ghost Recon Breakpoint. Heute schauen wir uns an, wie weit man den Gearscore treiben kann, ohne ein einziges Mal nach R1 zu kommen. Also ob man die Story im Grunde auch komplett ignorieren kann und trotzdem ein tolles Spiel hat. Oder zumindest den Gearscore halt hochtreiben kann, um im Ghost War zu spielen und dergleichen. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, ja, man kann die Story ignorieren. Die Story ist sehr gut, man sollte sie nicht ignorieren. Zumindest das, was ich bisher gesehen habe. Aber man kann es. Ich glaube, dass in der Open Beta der maximale Gearscore 48 war. Wissen tue ich es nicht, aber ich habe kein Ausrüstungsstück gefunden, das über 48 lag. 48? 48. Und daher glaube ich, dass ich es auch ohne nach R1 zu gehen, also ohne die Story weiter voranzutreiben, geschafft habe, auf den maximalen Gearscore in der Open Beta zu kommen. Ich musste aber auch gar nicht nach R1 gehen, um eine großartige Zeit zu erleben. Denn das Spiel, das malt so unglaublich schöne Panoramen und die Beleuchtung auch in den Wäldern und so ist so wunderschön, finde ich. Die ist wirklich... ich möchte mich da reinlegen oder reinsetzen. Und auch diese ganzen... Es gibt sehr viele versteckte, teilweise offensichtliche, ja, wie nenne ich es denn, Monumente oder auch ja, Orte aus den verschiedenen Epochen der Insel, die man entdecken kann. Das ist, ja, es ist wirklich sehr, sehr schön, dieses Spiel. Also, ich ermutige jeden von euch, auch einfach mal eine Stunde durch die Wildnis zu rennen und links und rechts zu gucken, was ihr da so entdeckt. Da könnten vielleicht die ein oder anderen schönen Dinge, wenn ihr jemand seid, der auch ein Auge für die schönen Dinge des Lebens hat, dann ja, könntet ihr da einiges entdecken. Gut, so ganz richtig ist es nicht, dass ich nie in R1 war, denn ich habe zwischendurch, so mit Gearscore 42 so ungefähr, habe ich gedacht, ich spiele mal ein paar Runden Ghost War und dabei ist das Spiel abgestürzt. Und immer wenn ich mich dann wieder eingeloggt habe, dann stand ich dann vor dem Ghost War Tisch in R1. Hab mich dann aber einfach entweder wieder direkt in Ghost War eingewählt übers Menü oder habe mich raus teleportiert zu einem anderen, also Schnellreise gemacht zu einem Biwak. Also die Quest ist immer noch, ich soll Kontakt mit diesen Ghosts herstellen, was ich nicht gemacht habe. Der Punkt, die beiden, die stehen immer noch mitten in R1 rum. Ich habe nicht mit denen gesprochen, ich bin auch nicht viel in R1 rumgelaufen. Wie gesagt, war nur Zufall. Hätte ich das gewusst, wäre ich auch erst mit Gearscore 47 oder 48 dann in den Ghost War gegangen oder vielleicht auch gar nicht. Aber die Story ändert nichts daran, ich habe die Story ignoriert, bin nicht nach R1 und ja. Gut, dann war es das jetzt von meiner Seite aus. Das ist ein etwas kürzeres Video als gewohnt. Aber morgen erscheint das Spiel ja bereits, oder besser gesagt heute Nacht um 0 Uhr, wenn ich das richtig verstanden habe. Entschuldigung. Und ja, mit ein bisschen Glück sehen wir uns dann in einem Livestream. Morgen Abend um, ja, wahrscheinlich so um 10 Uhr rum bis um 12. Wie gesagt, wenn das alles mit dem Router klappt. Und ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.